ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Auf geht's, Zornheim, steht auf dem Plakat hier geschrieben, denn es geht gegen den TuS Marienborn. Die sind hier zu Gast in der Bezirksliga Rheinhessen. Und damit herzlich willkommen bei Dreiken, ein Elfer. Eine schwere Aufgabe steht hier an für Zornheim, denn Marienborn als Tabellenerster mit weit über 20 Toren plus gilt in der Liga einfach nur als Torfabrik. Kann man nicht anders sagen, aber wie sollte es auch anders sein mit einem Spieler wie Frank Behringer in den Reihen, der bisher schon alleine 20 Tore geschossen hat. Diesen Spieler gilt es natürlich dann jetzt für Zornheim auszuschalten und wie sie das anstellen wollen, das erfahrt ihr jetzt und wir sehen uns wieder zum Arschschießen. Also viel Spaß euch bei Dreiken an Elfer. Für euch sieht es richtig gut aus, jetzt geht es gegen den Tabellenersten Marienborn. Wie wollt ihr gegen die Jungs spielen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Gerade die Mannschaft in der Offensive hat natürlich unheimlich Qualität und müssen aufpassen, dass wir in den ersten Minuten hier nicht ins offene Messer bei der Mannschaft fallen. Wir wollen versuchen, mit einer kompakten Mannschaft heute aufzutreten und vor allem im Spielaufbau die Marienborner so zu stören, dass wir in unser Umschaltspiel kommen und dann nach vorne hin auch unsere Nadelstiche halt setzen können. Wenn ihr gewinnt, wie hoch gewinnt ihr? Und allgemeine Frage, wie geht das Spiel aus? Also, wenn ich mir ein Ergebnis aussuche, würde mir ist es ehrlich gesagt total egal. Hauptsache, die 3 Punkte bleiben am Ende heute bei uns. Hoffe ich mal 2-0 für uns. Ja. 2 Tore und die 0 steht? Du hast nach einem Wunsch gefragt für heute. Und hoffe ich das mal, aber ich bin natürlich optimistisch und wir sind heiß. Und deshalb ist dieser Tipp, denke ich, auch gar nicht mal so unrealistisch. Ihr seid ja schon wieder Tabellenführer. Ihr 2 Aufstiege hintereinander, 2 Pokalsiege, jetzt steht ihr wieder da oben. Liegt es am Trainer? Nee, mit Sicherheit nicht. Also gut, es könnte sein, dass ich kleine Anteile habe an dem Erfolg, aber ich denke, dass wir eine Mannschaft haben in den letzten Jahren, die Potenzial hat, die sich weiterentwickelt hat. Jetzt spielt ihr gegen den Tabellenzweiten, gegen Zornheim. Die Jungs sind ja auch heiß, haben eine Siegesserie von 5 Spielen hinter sich. Was ist da drin und wie wollt ihr gegen die Jungs angehen heute? Ja, es wird mit Sicherheit das erwartet schwere Spiel, das ist klar. Die haben auch die Euphorie von 5 Topspielen hinter sich, auch gegen Topgegner gewonnen, gepunktet. Dass man hier da mal liegen lässt, ist ganz klar. Das Problem hatten wir zu Beginn der Runde, aber sie haben jetzt einen Lauf gesetzt. Und da ist es natürlich doppelt schwer, die Zornheimer hier zu Hause so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Es wird nicht einfach werden, wir werden alles dran setzen. Personell sind wir soweit gut besetzt. Dein Ergebnis für das Topspiel heute? Ich würde mir ein 2-0 wünschen, weiß aber, dass die 0 bei uns immer schwer ist, weil mir irgendwann die Konzentration nachlässt. Ich sage mal, 2-1 für uns wäre mein Tipp für heute. Ja, und dann ging es auch los. Naja, zumindest nicht gleich. Die Zornheimer, ob das jetzt Taktik war oder nicht, ließen die Gäste aus TuS Marienborn 3 Minuten hier am Spielfeldrand einfach mal stehen. Ja, so kann man auch psychologischen Druck auf den Gegner ausüben. Aber dann ging es doch auch endlich los. Und was ich schon sagen kann, die 3 Herren in Gelb, die werden auch einiges zu pfeifen haben. Viele Freistoßentscheidungen, die es gab, und später auch noch was zu diskutieren. Und wenn wir gerade von Freistößen sprechen, den ersten hatte Zornheim. Batsch! Steffen Völker hangt das Ding ans Kreuz. Zornheim in der ersten Halbzeit die bessere, klar bessere Mannschaft mit viel mehr Torabschlüssen, wie hier zum Beispiel durch Florian Merschel. Und dann Achtung! Sensationeller Ball aus dem Fußgelenk von Alex Mignona in den Lauf von Steffen Völker und der steht richtig und steht bereit, das 1-0 für die Heimmannschaft des Zornheim. Wie gesagt, es gab viele Freischüsse und beide Mannschaften haben Scharfschützen in ihren Reihen. Wieder ist es Aluminium und die Fingerspitzen von Christopher Lewis, der den Ball da noch an den Pfosten lenkt. Also Freischüsse sollte man eigentlich versuchen zu vermeiden, weil in beiden Reihen Spieler sind, die das Ding auch richtig gut aufs Tor bringen können. Und dann nochmal vom 16er fast schon im Seitfallzieher. Aus der Distanz. Stark hereingetreten, getummelt in 16er. Und nochmal die Chance. Handspiel wird angezeigt. Ja, aber vom Zornheimer
Also abgepfiffen das Ganze. Und jetzt, wie gesagt, wird es kritisch. Wir sind mittlerweile schon in der zweiten Halbzeit. Hielt sich der Bartholomäus Diewig im Zwiegespräch mit Ruben Winter und sie entscheiden, wie ich finde, falsch. Denn wenn sie schon einen Freistoß für Marienborn pfeifen, dann muss dieser in den 16er gelegt werden und das bedeutet Elfmeter. Der daraus folgende Freistoß, der war dann nichts. Dafür dieser auf Seiten von Zornheim. Batsch! Das Ding einfach mal rechts oben in den Winkel geschweißt. Ein richtig geiles Ding. Torschütze mit der Nummer 8, Florian Merschel. Glückwunsch, Jungs, weiter so. Dann der Keeper Christopher Luis mit einem langen Abschlag, der eigentlich kein Problem sein sollte, aber die Hintermannschaft von Marienborn kriegt es einfach nicht gebacken, den Ball hinten rauszuklären. Und da steht er am 16er, der Torschütze zum 2:0, jetzt zum 3:0 wieder, Florian Merschel. Die 200 Zuschauer hier in Zornheim bekamen von Marienborn wenig zu sehen aus dem Spiel heraus. Wenn, dann waren es Standards. Wie hier wieder mal durch Marco Janz. Stark geschossen, aber auch gut gehalten von Christopher Luis. Und dann gab es noch den darauf folgenden Eckball. Wir sind mittlerweile in der 93. Spielminute. Und da ist der Anschlusstreffer. Das 1:3 und aber auch gleichzeitig der Abpfiff. Das war's. 3:1 gewinnt die Heimmannschaft aus Zornheim. So, wir sind noch drauf. Genau. Guido, deine Meinung, woran lag es, dass ihr verloren habt? Gut, erste Halbzeit haben wir zu wenig getan. Da waren wir zu passiv, haben Zornheim zu sehr spielen lassen. Wir sind dann verdientermaßen auch in Führung gegangen. Zweite Halbzeit haben wir mehr agiert, haben mehr gemacht. Haben in der einen Aktion Pech, als er einen klaren Elfmeter nicht gibt, dass den Tatum nach auslegt, wäre es 1:1 gewesen. Dann müssen wir irgendwann aufmachen, klaren kassieren, dann noch zwei Dinge, okay. Deine Meinung noch zu den Schiedsrichtern? Sollte man sich ungern äußern, aber ich bin der Ansicht, wie gesagt, es war ein klarer Elfmeter gewesen. Und die letzte Aktion beim Team ist eine klare Tätlichkeit, das nur mit Gelb zu belassen ist, denke ich, dann mutig. Weil es sind drei Leute auf dem Platz, sie können es alle drei sehen, die können was dazu sagen. Ich denke, da muss so eine Aktion, die total unfair und unnötig war bei dem Spielstand, wo der Spieler jetzt wirklich verletzt wird, der liegt draußen, kann jetzt nicht mehr laufen. Da muss einfach auch mal der Linienrichter dann was dazu sagen und seiner Aufgabe nachkommen. Und nur auswinken ist aus meiner Sicht zu wenig. Mein Lieber, verdient der Sieg? Absolut, oder? Absolut. War ein Riesenbezirksligaspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit brutal, taktisch richtig gut. Wir haben es gut gemacht gegen die Offensive. Wie wir es machen wollten, schon die Pässe ins Zentrum stören, dass der Behringer gar nicht ins Spiel kommt. Ich fand, den hat man überhaupt nicht gesehen. Auch Dennis Ritz auf den Außen. Thomas Schulz leider verletzt, muss leider im Krankenwagen ins Krankenhaus. Oh, was hat er? Ich weiß es noch nicht. Ist schade, weil der hat ein Riesenspiel gemacht hier gegen den Ritz in der ersten Halbzeit. Super. Und die restliche Mannschaft, was soll ich sagen? Es war brutal, brutal, richtig gut. Wie hast du die Elfmetersituation oder die nicht gegebene Elfmetersituation da im 16er gesehen? War das für dich ein Elfer, wo er dann der Linienrichter dann aber sagt, es war nur ein Freistoß? Also faul war es auf jeden Fall, aber dann war es auch ein Elfer. War er drin? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann war es ein Elfer. Ja, gut, dann okay. Ja. Ich glaube, das war eine ganz, ganz, ganz beschissene Idee. So. Drei, zwei, eins. Okay.
Das war es, ein sensationelles 3:1 mit einem überragenden Tor in den Winkel. Der Freistoß, der war mal richtig gut geschossen. Und ja, ich habe den Arsch voll bekommen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 75, keine Ahnung. 100 gefühlten Bällen. Ja, das war's. Ich verabschiede mich hier aus Zornheim. Und ihr könnt wie immer noch den 200€ Lemsport-Gutschein gewinnen. Wie ihr das macht, wie immer, den Link auf Facebook unter dieses Video schreiben von eurer Mannschaft. Und dann einfach nur noch Daumen drücken. Und hoffen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei euch auf dem Platz. In diesem Sinne, tschö, tschö.